Hallo und herzlich willkommen bei 200.000 Games und zurück in Stellaris. Da sind wir mal wieder. So, und wir schauen uns jetzt einfach mal gerade ganz kurz in der Galaxie um. Der Maschinenaufstand ist auf jeden Fall vorbei. Es hat noch eine kleine Nachwirkung. Ein kleines Reich ist entstanden mit genau zwei Systemen, die nicht mal ansatzweise zusammenhängend sind. Das sind die Lozawata Dynamics, ein Megakonzern. Sehr interessant, muss ich sagen. Sie sind Spezialisten für Öffentlichkeitsarbeit. Ja, okay. Sie machen also sehr gute Werbung. Nur für Sie. Ja, da kam der Werbefranz wieder durch. Gut. Das südliche System von denen schneidet natürlich auch den Süden der Star Realm auch ab. Ist die Frage, wie lange die sich das noch gefallen lassen. Die Sacred Malvegol Sovereignty oder so sind immer noch irgendwie isolationistisch. Hat irgendjemand mit ihnen irgendwann mal was gemacht? Nö, sind die überhaupt in der galaktischen Gemeinschaft tätig? Es besteht ja auch keine Verbindung zu ihnen. Wir müssen immer durch das feindliche Gebiet. Also wenn ihr möchtet, öffnen wir das Gebiet mit euch, werter Verbündeter. Wir sind ja auch schon am überlegen, ob wir uns um die mal kümmern sollten. Versucht es doch. Na, noch ist unsere Flotte nicht stark genug. Genau. Wir könnten unten mit unserer Flotte euch helfen. Noch tun sie uns nichts. Wir würden erstmal noch abwarten. Ihr hörtet eine Beratung des Sidari-Sternreiches und der Sternjäger. Wie geht's den beiden eigentlich? Sehr gut. Haben sich die Hidari von den Eroberungen erholt? Ja, wir haben uns gut erholt. Die Leute wurden alle integriert. Natürlich haben sie nicht die gesamten Rechte wie die Hidari selber. Aber sie leben hier sehr gut. Sie passen sich dem Imperium an. Sehr gut, sehr gut. Das hört man doch gerne. Nebenbei sind wir dabei, natürlich unsere eigene Rasse zu verbessern. So, wie tut ihr das denn? Großzügiges Trainingsprogramm? Fast in die Richtung. Wir kontrollieren die Geburten. Okay. Ja, Genmanipulation hoch. Wir benutzen nur noch die drei Farben für die Fortpflanzung. Die drei Farben. Ja. Ihr dürft nie in einen Raum reingehen, wo ein rotes Licht drüber leuchtet und eine unserer Hauptspezies drin ist. Nämlich gerade genetisches Material. Aha. Freundlich lächeln und nicken, Männer. Lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Definitiv. Wir sind auch nur ein wenig irritiert. Wenn man ein Volk assimiliert, man bekommt eine Meldung, wenn das erfolgreich war, ne? Ja, das klappt aber immer. Also. Es dauert halt nur ein bisschen. Es ist in dem Spiel nur noch eine Zeitfrage immer. Mhm. Man hat nicht, dass das misslingen kann. Das finde ich aber auch gut. Ich glaube, das ist sogar inzwischen gelungen. Ich habe die ersten Psioniker unter den Menschen. Dann kann ich das im Grunde ja schon wieder rausnehmen. Das ist halt die Frage, willst du sie vollständig psionisch machen, dann sollst du es noch drin lassen. Ich kann sie ja dann, wenn ich dieses als wie heißt das? Ich würde sagen, Vorlage nehmen. Auf assimilieren. Wäre halt so jetzt meine Empfehlung. Ich hätte es halt einfach nur auf assimilieren gelassen. Ja, es geht ja mir nur darum, dass sie Psioniker werden und dann kann ich das jetzt durch eine Vorlage und genetische Umstrukturierung ja umsetzen. Weißt du? Ja. Ja,
Nun gut. Derweil sind wir unsere Planeten am vergrößern. Da, räumt da hinten mal ein bisschen Land weg. Ja, Landräumung ist eine schöne Sache. Das ist halt auch so eine Sache, die man halt sich erforschen kann. Ich finde das eigentlich gar nicht mal schlecht. Mhm, ist auf jeden Fall praktisch, so einfach nur zwei Distrikte mehr bauen können. Deshalb hole ich mir es eigentlich immer relativ früh. Die Zuschauer haben es ja gesehen. Bei den neu besiedelten Planeten muss ich es halt alles noch machen. Kostet immer 100 Einfluss, 2000 Energie. Dementsprechend ist das halt ein bisschen teuer. Aber ja, kann man machen. Sollte man auch machen, oder? Definitiv. Übrigens, zurzeit wird nur noch über Sanktionen abgestimmt im Rat, ne? Ja, man ist so überlegen, was man vielleicht noch reinbringen könnte. Im Augenblick in der Abstimmung ist die kollektive Abfallwirtschaft. Die finde ich ganz gut. Der Rat der Finnen ist dagegen. Warum denn? Die Abfallwirtschaft? Mhm. Oh Gott, da fragt ihr uns was. Einen Moment. Die Abfallwirtschaft. Sie senkt die Bewohnbarkeit, bringt mehr diplomatische Bedeutung von Wirtschaft, Person- und Bewohnerressourcenproduktion an Arbeiter plus 5%, Legierungen plus 5% in der Produktion und Mineralien von Jobs. Ich vermute, wir haben es ursprünglich abgelehnt wegen der Bewohnbarkeit, aber das ist durch unser Terraforming tatsächlich inzwischen nicht mehr relevant. Ah, okay. Wir waren kurzfristig irritiert. Im Augenblick wird es angenommen mit einer Mehrheit von 155.000 zu 0. Einzig die Sternenjäger enthalten sich. Sternenjäger? Nee. Sternenjäger nur wissen müssen, wann Angriff. Ja, und da sieht man mal, was für eine gesamte wirtschaftliche Macht zurzeit jetzt hier im... In der Galaxie herrscht. 190.000. So, wir haben titanisches Leben. Will die Studien fortfahren? Nein, lass die Riesen in Ruhe. Studieren? Einfach alles ernten und sehen, was dafür zu brauchen ist. Boah! Irgendwas sagt mir das Letzteres. Der Modifikator köstliche Titanen und Folgeneffekten wird hinzugefügt. Alter Falter. Habt ihr euch denn jetzt eure, eigentlich jetzt in Cost Compass eure Dinge gekauft? Ich habe das leider schon lange getan und darf ich halt nicht mehr. Ich versuche es immer wieder. Bisher nur einmal Sozialforschung rausbekommen. Ah, jetzt guck mal, das Föderationskomitee wird gegründet. Bitte? Das unparteiische Komitee von Wissenschaftlern und Denkern versammelt sich im Föderationskomitee. Die Föderation akademischer Schiedsrichter während unserer Bestellung des Führungswettbewerbs. Mal gucken, was wer gewinnt. Wer hat also das, was wir eigentlich schon seit Ewigkeiten haben. Ja, wir haben uns angepasst. Das nennt man Anpassung. Ihr wollt doch nicht mehr, dass eure Anführer dauerhaft sterben. Unsere Anführer sind einmal gestorben. Wir möchten die Galaxie auf etwas aufmerksam machen. Was denn? Der Admiralitätsrat der Faren beantragt einen permanenten Ratssitz. Bitte was? Also wir finden ja, die Ratssitze sollten weiterhin gewählt werden. Das würde sich hier widersprechen. Das würde keinen Unterschied machen. Das spielt keine Rolle. Es geht um das Prinzip, dass niemand einen permanenten Sitz bekommt, nur weil ihm das Recht dazu eingeräumt wurde. Ich sage mal, das Studium des titanischen Lebens läuft gerade so ein bisschen schief. Sie übernehmen gerade den Planeten. Also ihr seid dagegen, ja? Wir sind dagegen, dass sie einen permanenten Ratssitz bekommen. Wenn ihr das meint. Wir fänden, dass ein permanenter Ratssitz nur den Fran-Order gehört. Wir würden auch andere Reiche dabei unterstützen. Was? Wir unterstützen den Fran-Order für einen privaten Ratssitz. Das ist schon eher stützbar. Aber ich, Admiralitätsrat, ich sehe es so, euch in eine solche Position zu hieven, um dann im Sinne von Vetternwirtschaft eben dasselbe zu bekommen, ist nicht im Sinne der Demokratie. Seht es doch so, wir würden ebenso euch oder den Sternenjägern und der Fran Order allen vier Reichen den permanenten Ratssitz ebenso damit unterstützen. Damit die anderen Reiche nichts mehr zu sagen haben. Ihr seid sehr, sehr böse. Ihr habt doch selbst gesagt, dass ihr für einzelne Reiche dies sogar unterstützen würdet. Aber nicht für euch. Ihr seid ein kriegerisches Volk. Was? Schließlich mit einer großen Kriegsflotte unser Reich versucht zu passieren. Was? Das hat unser Anführer uns erzählt. Ich bin ein neuer Anführer. Ich weiß nur, was in den Geschichtsbüchern steht.
dann sollte man diese vielleicht korrigieren. Nein. In den Geschichtsbüchern steht nie was Falsches. Ja, bestimmt. Nicht in unseren, vielleicht in euren. Wir haben erfahren von Order, dass ihr eure Wachmatrix fertiggestellt habt. Tut mir leid. Welche Technologie genau sich in dem Ring um die Wachmatrix befindet, ist ein streng gehütetes Geheimnis. Die Resultate hingegen sind nicht von der Hand zu weisen. Jetzt haben wir einen praktisch perfekten Überblick über alle Flottenbewegungen in der Galaxie. Aus meinem Versteck sehe ich alles. Aktiviert galaxieweite Sensorreichweite. Wir haben ein neues Gesetz erlassen. Unser bester Wissenschaftler wird alle 50 Jahre sein Gehirn entnommen und in die Sternenbasis, in unsere große Forschungsnexus gegeben. Hatte ich gerade die Wahl. Ich hatte auch gedacht, es wäre unethisch. Okay. Aber ich habe gesagt, nee. Das ist unethisch. Unethisch habe ich nicht genommen und deswegen habe ich einfach mal gesagt, jetzt habe ich den Einfluss verloren. Wieso hat das uns nicht vorgeschlagen? Wir würden das auf jeden Fall tun. Fallout lässt grüßen, Großgehirn. Cool. Auf jeden Fall cool. Derweil erobern wir gerade mal unseren Planeten zurück von den titanischen Biestern. Oh, ich habe eine gefährliche... Uiuiui. Ihr meint wohl Rat von Finn. Die Starrim of Rotamek haben uns nun zum zweiten Mal beleidigt. Unterbindet das oder wir werden es unterbinden. Die Starrim of Rotak haben euch beleidigt. Zum zweiten Mal nunmehr in kürzester Zeit. Das ist nicht tolerierbar. Das sehen wir genauso. Ihr seid doch ihr Verbündeter, redet mit ihnen. Werden wir tun. Frag mich zwar, was sie davon hat, mich zu beleidigen. Ich ehrlich gesagt auch. Also, das überrascht mich jetzt auch gerade ein bisschen, aber kannst eine halt nicht Frage an dich. Ich habe gerade fühlende Gefechtssimulationen. Gefährlich. Damit kannst du einen Roboteraufstand triggern. Ja, das habe ich mir fast gedacht und ich bin auch am überlegen, ob ich es überhaupt forsche. Ist eine tolle Tech. Ohne Frage. Nimm sie. Das sage ich als derjenige, der Forschung! So schlecht ist es nicht. Das ist allerdings tatsächlich so eine Sache, die schade ist. Ich kann nicht verhindern, dass sie dich beleidigen. Es geht tatsächlich nicht. Wir haben angespannte Beziehungen. Minus 700. Sie verschlechtern die Beziehung zu mir. Ja, das ist Bündnis halt die goldene Frage. Unser Rivale, ne? Bündnis mit Rivalen. Ich meine, streng genommen müsste ich das, also wenn ich eine KI wäre, würde ich das wahrscheinlich auch tun, ne? Ja. Sind wir mal ehrlich, ne? Ja. Rivalität. Nur du würdest es nicht tun, weil du direkt an meiner Grenze bist. Du hörst halt diese den großen Jägerposten an deiner Grenze direkt. Septobar, ja, genau. Also mir gegenüber sind die freundlich. Sind ein harmonisches Kollektiv. Wie gesagt, mir gegenüber sind sie ja auch total nett. Die begrüßen mich mit Informationen über die ansprechende finnische Kultur verbreiten sich im rotakischen Volk. Wir sind erfreut darüber. Und jetzt das Gegenbeispiel, was sie zu mir sagen. Damit ihr das auch mal mitbekommt, liebe Zuschauer. Wir werden in uns zu gegebener Zeit mit allen Bedrohungen für euch befassen. Ihr könnt auf unsere Rache zählen. Abschaum. Wir freuen uns, die freundlichen Alphavran-Edelsteine zu sehen. Was können wir für euch tun? Ja, das dachten wir uns dann auch so. So, und jetzt werde ich auf Diamant aber mal etwas bauen, was ich auf keinem anderen Planeten bauen kann, nämlich die Zitadelle des Glaubens. Ein gewaltiger Komplex, der allen Gläubigen Zuflucht und Abgeschiedenheit von der materiellen Welt bietet. Oh, wunderschön.
Sowas, was haben wir auf unserer Heimatwelt auch. Ganz zufällig befindet es sich natürlich zusammen mit dem großen Tempel und der Psionischen Akademie auf ein und demselben Gelände. Ah. Hört sich natürlich gut an. Was natürlich purer Zufall ist. Selbstverständlich. Unsere Psioniker sind keineswegs indoktrinierte Gläubige. Nein. Wir glauben auch nicht daran, dass wir allen anderen Rassen durch unsere Psionik prinzipiell überlegen wären. Das glauben wir tatsächlich nicht, da wir inzwischen den Menschen die Psionik beigebracht haben. Das waren mal veraltete Lehren. Natürlich. Absolut. So, mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich mein Relikt zurzeit gar nicht aktivieren kann, weil ich nicht genug Einfluss habe. Miep. Das ist natürlich sehr schade. Ja, es wäre ja auch nur die dritte Flotte, die ich mir dafür hole, ne? Aber ich erforsche jetzt mal die Dyson-Sphäre. Nebenbei werden jetzt ein paar Gensoldaten gebaut, weil einige bei der Rückeroberung von den titanischen Biestern halt ihr Leben gelassen haben. Tja. Und währenddessen, was macht der Admiralitätsrat eigentlich so? Vor uns herforschen, bisschen Zeug ausbauen. Wir bauen gerade eine Megastruktur. Welche denn? Ein strategisches Koordinationszentrum. Auch nett. Apropos, was können wir denn eigentlich noch so bauen? So, Wachmatrix haben wir. Forschungsnexus, Sternentor brauchen wir zurzeit nicht. Das Koordinationszentrum könnten wir auch bauen. Wir haben nur zurzeit halt keinen Einfluss. Mega-Kunsteinrichtung, was bringt die eigentlich? Da brauchst du 50 kleine Relikte für. Braucht man? Oder 25, ja, für die letzte Stufe, sonst das kannst du die nicht ausbauen. Verdammt, die habe ich jetzt natürlich alle für Energie ausgegeben. Okay, ich könnte die Mega-Schiffswerft-Baustelle bauen. Die ist toll, die ist richtig gut. Baut die dir mal, damit die Zuschauer die auch sehen. Die ist wirklich schön. Ja, ich würde mal sagen, das kommt dann ins Hauptsystem, ne? Ja. Ich weiß nur nicht, woran baut man die denn? An der Sonne. Ja, aber da muss man ja wieder irgendeine gute Sonne kaputt machen, oder? Glaube ich. Ein gutes System, meinst du, ja. Aber es gibt Systeme, die dir ja kaum einen Nutzen erbringen, da kannst du es ja machen. Wo so nur 2 Energie oder so ist ja. Genau. Ja, dann guck mal. Ja, in Stein könnte ich das bauen, genau. Ich wollte gerade meinen, ich hab jede Menge Systeme, die so sind. Wirklich, in Stein. Auch du hast es. Nee, Franz, das klappt bei mir nicht. Was? Ich hab das jetzt du musst dafür ja den Bergbauposten um die Sonne abreißen, ne? Genau hab das. Hab ich gemacht. Und es darf keine Doppel- oder Dreifachsonne sein. Wir bauen das übrigens gerade. Doppel-/Dreifachsonne versucht. Nö. Nein! Gut, das System, wo ich es jetzt versuche, ist 3 Sprünge von der Hauptwelt entfernt. Das passt noch. Ja, bei mir ist es 1 Sprung davon entfernt. Nein, dann würde ich Goldstein kaputt machen und Goldstein können wir nicht kaputt machen. Genauso wenig wie Quarz oder Smaragd. Verräter. Was? Ich rate den Admirals, dem Rat von Frin, sich nicht unserer Flotte in den Weg zu stellen. Wir werden euren Raum passieren. Bitte was? Ihr wollt unseren Raum passieren? Nein, wir haben euren Verbündeten nun den Krieg erklärt nach der letzten Beleidigung. Wir werden euren Raum durchfliegen. Wir haben als Kriegsgrund Plünderung gewählt. Das Plündern unserer Planeten wäre aber in diesem Fall nicht mit inbegriffen. Wir plündern nichts bei euch. Wie ihr seht, wir fliegen nur durch.
So, der Bau hat Piraten begonnen. Erledigt. Ja, das habt ihr ganz nebenbei tatsächlich auch noch erledigt. Nur Moment, nein, die Piraten sind nicht kaputt. Moment. Mal kurz zurückfliegen. Ich wollte meinen, könntet ihr bitte die Station auch noch vernichten? Das wäre sehr freundlich von euch. So bescheuert, diese. Du hast gesehen, weil ja, ich habe es gerade gesehen. Ich war im System gerade drin, deswegen. Übrigens, die Zuschauer sehen es jetzt gerade, also dieses Stein-Design gerade schon allein bei der Bauplattform für die Megastruktur ist schon ziemlich cool. Echt? Das sieht aus wie so Flüsse aus Stein. Wollt ihr dann, ihr wollt südlich wahrscheinlich hinein, über Amt Litza? Natürlich, wir wollen nicht viel in eurem Reich plündern. Das sieht echt cool aus. Dann werden wir unsere Flotten anweisen, euch aus dem Weg zu gehen, und unsere Stationen anweisen, euch den Weg frei zu machen. Sabrik, ich sehe eine feindliche Flotte in Sabrik. Das ist keine feindliche Flotte, das sind unsere Flotten, die euch jetzt aus dem Weg gehen werden. Flotte in Sabrik gesichtet! So. Hinterher. Nein, keine Flotte in Sabrik. Flotte in Varna gesichtet, hinterher! Das sind unsere Flotten, hört ihr nicht? Irgendetwas sagt uns, der will nicht hören. Ja, das Gefühl habe ich. Er will spielen. Auch. Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Sonst wären auch. Wir nicht zugeflogen. Wir hätten auch euer Hinterland angegriffen, wollen wir aber nicht. Nee, ich sehe das ja. Ich sehe das ja. Kürzeste Strecke und das ist es halt, ne? Wobei, über Lombidus ist tatsächlich schneller gegangen wäre. Okay, jetzt mal ernsthaft. Das ist jetzt das fünfte oder sechste Mal, dass ein Asteroid hier zu einem meiner Planeten abfliegt. Warum haben die jetzt die Künstlertruppe angegriffen? Ja, weil du in mein System reingeflogen bist, wo eine Künstlerstation war. Ja, aber die greifen die doch nicht an, die sind normalerweise friedlich. Aber natürlich greifen sie die an. Nee, die Künstler gehören nicht, sind friedlich. Echt? Wieso ist das denn jetzt? Künstlertruppe sind immer neutral. Weil meine Flotte, glaube ich, auf aggressiv steht. Ja, die greifen dann alles an. Wirklich alles. Okay, normalerweise Künstler nicht. Die können jetzt ja in meinem Reich auch deswegen aggressiv werden. Ups. Ja, gut. Ups. Tja, man muss halt vorsichtig sein. Wisst ihr, was für Völker leben auf Sabrik? Auf Sabrik, das kann ich nachgucken. Auf der Korond-Station leben Sakyt und Pilisimus. Wir holen uns jeweils einen. Wir haben doch gesagt, keine Plünderungen. Ah, gut, keine Plünderungen. Wir fliegen wieder weg. Na gut. Keine Plünderungen, hat er gesagt. Mist. So ein Scheiß. Ihr könnt bei den Rotak plündern, so viel ihr wollt, aber wir geben euch nur Durchflug. Ach, Mann. Ihr gemein. So. Haltet euch bitte an die Absprachen. Haben wir uns doch. Wir sind aus eurem Raum wieder raus. Ihr könnt. Ja, ihr fliegt. Genau, richtig. Sehe ich ja. Ihr fliegt aus unserem Raum gerade raus. Das sehe ich ja. Die Schlechter und die Knochenjäger, um genau zu sein. Also diese beiden Flotten. Genau. Das Flotten sein. Starke Flotten. Mächtige Flotten. Ja, natürlich sind sie das. Wissen wir alle. Sie sind das auch sonst. Stark und mächtig. Ja, was auch sonst. Ja, genau. Ja, wie bist du schon mal auf der Autobahn? Nee, das sage ich jetzt nicht. Wir sind in der Aufnahme. Nein. Ja, dementsprechend, der Herr Urun möchte gerade einen schlechten Witz machen. Den hören wir uns ein anderes Mal an. Wir machen für heute nämlich Schluss. Hoffentlich gar nicht. Oh, doch, ich will ihn hören. Bis dahin, ihr Lieben, wir sehen uns wieder. Ciao.